Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von TechFans TV. Ich bin's wieder, euer Fabi, und heute zeige ich euch ein Unboxing und ein kleines Review zu dem AVM-Fritz WLAN USB-Stick N. Viel Spaß damit! Wie ihr an der Verpackung schon sehen könnt, unterstützt der Stick Stick and Serve. Ihr schließt ihn einfach kurz an eure Fritzbox an und schon werden alle Daten für eine WLAN-Verbindung synchronisiert. Außerdem hat er 300 Mbits Datendurchsatz, was ja das WLAN N schon sagt. Er hat eine Dual-Band-Unterstützung für wahlweise 2,4 oder 5 GHz Verbindungen. Er unterstützt alle gängigen WLAN-Standards, also er ist auch abwärtskompatibel zu G und B. Dann hat er die WPA2-Verschlüsselung für sehr hohe Sicherheit und unterstützt Wi-Fi Protected Setup, kurz WPS. Dazu habt ihr dann noch eine Software zur Steuerung der WLAN-Verbindung und Anpassung der Sicherheitsoption. Im Lieferumfang haben wir natürlich den Fritz WLAN USB-Stick N, dann einen USB-Standfuß mit etwa 90 cm langem Kabel, eine CD-ROM mit Treiber-Software und dem Verwaltungsprogramm und eine deutschsprachige Kurzanleitung. Jetzt kommen wir zum Review-Teil, da zeige ich euch, wie ihr den WLAN-Stick dann konfigurieren könnt. So, jetzt solltet ihr den Stick natürlich einstecken. Es ist egal, ob es mit Standfuß ist oder ohne. Dann erkennt Windows 7 natürlich schon sofort den Stick und sucht nach Treiber-Software. Hier öffnet gleich das Fenster. Hier seht ihr schon AVM Fritz WLAN USB-Stick Installation. Da drückt ihr natürlich drauf. Dann akzeptiert ihr hier mit Ja. Dann installiert jetzt gleich die Software sich. Hier seht ihr den Status natürlich. Geht jetzt einen kleinen Moment. Dann wird es hier initialisiert und gestartet. Dann haben wir jetzt gleich hier schon die Software vor uns. Jetzt braucht er natürlich einen kleinen Moment, um die WLAN-Netzwerke zu identifizieren. An der obersten Stelle habt ihr schon mein WLAN, in meinem Fall natürlich, da klickt ihr drauf und dann will es den Schlüssel von euch, also das Kennwort. Das gebt ihr natürlich ein und bestätigt das mit OK. Wenn ihr OK gedrückt habt, verbindet er sich. In der Mitte seht ihr die Übertragungsgeschwindigkeit, in meinem Fall ist es nur 108 Mbits. Auf der Unterseite seht ihr dann, dass er eine IP bezogen hat. Ja. So, jetzt ein kleines Fazit zu dem Stick. Die Software finde ich leider nicht so gut. Hätte man bestimmt besser lösen können. Der Stick ist eigentlich gut. Man sollte natürlich darauf achten, dass man nicht zu weit vom Router entfernt ist. Ansonsten kann ich ihn empfehlen. Kaufen könnt ihr ihn für etwa 33 Euro bei Amazon. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen dazu habt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!